100 Jahre Unrecht im Herzen Europas. Der Südtiroler Schützenbund erinnert heute am 10. Oktober 2020 an die Zerreißung Tirols vor genau 100 Jahren. Pünktlich um 19.20 Uhr werden an über 40 historischen Städten rote Leuchtfackeln entzündet. Die historischen Städten stehen für unsere Tiroler Wurzeln und die Farbe Rot steht für Gefahr. Sie soll uns vor der schleichenden Assimilierung und dem zunehmenden Verlust unserer Tiroler Identität warnen. Gleichzeitig werden in allen Bezirken Feuerschriften mit der Zahl 100 entzündet. Und genau hier an der Unrechtsgrenze haben wir gemeinsam mit den Landeskommandanten aus Tirol und Welschtirol eine Dornenkrone errichtet. Sie soll an das Leiden unserer Vorfahren erinnern. In der Zeit des Ersten Weltkrieges, des Faschismus und Nationalsozialismus, in der Nachkriegszeit und in den 1960er Jahren. Das, was vor 100 Jahren ein Unrecht war, ist es heute noch. Diese offene Wunde wurde meist mit Stillschweigen über diese lange Zeit überwunden. Aber in den Herzen und Köpfen der Tirolerinnen und Tiroler hat sie tiefe Spuren hinterlassen. Und eben in den Köpfen und Herzen müssen wir jetzt die Menschen wieder zusammenbringen. Was vor 100 Jahren getrennt wurde, können wir jetzt wieder miteinander verbinden. Da liegt es aber an uns, die Chancen und Möglichkeiten zu nutzen. Diese 100 erinnern und verbinden uns, nämlich mit dem Ziel und unserer ganzen Kraft weiterhin innerhalb unserer Europaregion Tirol an gemeinsamen Werten und unserer unbeirrbaren Identität, unserer Tiroler Identität festzuhalten und gemeinsam an der Zukunft zu bauen. Oggi noi ricordiamo la prima tappa di tante tappe negative che ha colpito la nostra terra. La divisione del Tirolo, che non è avvenuta tramite una consultazione popolare, ma è stata imposta dai vari governi, è stata, è e sarà sempre un atto illegittimo. Sicuramente in questi 100 anni molte cose sono cambiate. Ricordare è una cosa doverosa, ma noi non possiamo fermarci al ricordo. Noi oggi dobbiamo trovare nuove vie, nuove spiegazioni, possibilmente in un contesto di diritto, di amicizia e di condivisione, per trovare una soluzione di quello che è successo 100 anni fa. Wir wissen, dass wir die staatliche Unrechtsgrenze nicht mit Gewalt ändern können. Aber keiner kann von uns jemals erwarten, dass wir dieses Unrecht Recht heißen. Und dass wir jemals aufhören werden, leidenschaftlich unsere ganze Kraft für das Recht des Tiroler Volkes einzusetzen. Zusammenhalten. Per la nostra patria. Alles für Tirol.